So, willkommen zurück zu Hammer Editor Tutorial für Portal 2 und wie es dazu kam. Wir haben ja schon sehr viele einzelne Abschnitte schon erstellt und wir wollen auch ab und zu mal ein bisschen an die frische Luft gehen. Deswegen, ja, sehen wir uns jetzt mal hier außerhalb der Map uns mal wieder. Wir haben Atlas hier, einen Company Cube und einen dicken Turret und wie wir das alles hier erstellen, zeige ich jetzt. Und damit würde ich auch sagen, beginnen wir gleich mal mit der Tür selbst, die nach draußen führt. Wir haben hier eine gewöhnliche Prop Dynamic Untergrundtür mit einem Türhebel, der dafür sorgt, dass der Spieler in der Lage sein soll, diese Tür zu öffnen. Um das zu realisieren, brauchen wir einen Funk-Button. Das heißt, man erstellt einen ganz gewöhnlichen Block mittels des Block-Tools und dann kann man sich quasi einen Block sich zaubern und diesen dann zu einem Entity, in dem Fall zu einem Funk-Button, sich umwandeln. Sollte man jetzt noch nicht wissen, wie man ein Block zu einem Entity umwandelt, rechts oben ist jetzt dies eingeblendet. Ansonsten sei natürlich hier noch mit gesagt, für diesen Funk-Button, der hat natürlich standardmäßig den Flag Use Activated gesetzt und dieser ist natürlich von Notwendigkeit, dass der Spieler selbst in der Lage ist, diese Tür zu öffnen. Was man hier diesbezüglich braucht, sind zwei Befehle. Der erste ist, wenn dieser Button gedrückt wird, dann soll die Tür sich öffnen und kurze Zeit später soll dieser Button sich selbst aus der Spielwelt entfernen. Denn dieser Button hat natürlich ein Collision Modeling und wenn dieser Button nicht entfernt oder alternativ verschoben wird, dann wird der Spieler gegen diesen Button sich hinbewegen und feststellen, dass dieser quasi nicht weitergehen kann, weil natürlich das Collision Modeling dafür sorgt, dass quasi Objekte nicht durch andere hindurchgehen können. Ergo wird natürlich dieser Button hier kurze Zeit später nach dem Betätigen entfernt. So, dann haben wir natürlich jetzt hier unseren vorbereiteten und zu erstellenden Außenfassadenbereich. Und was wir natürlich als allererstes brauchen, ist natürlich eine Skybox. Man findet diesen hier unter tools/tools/skybox, also quasi Tools und dann Skybox und dann findet man diesen. Es gibt natürlich noch ein paar weitere Skybox-Texturen. Also mal sehen, gebe ich einfach nur Sky ein oder Skybox und schon findet man viele andere Himmelstexturen, aber wir wollen uns hier auf das normale Skybox-Texturium uns orientieren und soll natürlich realisieren wollen, dass die Decke hier mit einer schönen Lichttextur belegt ist und dann wollen wir natürlich auch noch die restlichen Wände noch wunderbar einkleistern. Das heißt, wir nehmen mal eine Außenfassade. Wie wäre es mit dieser hier? Also, dass wir quasi hier noch sichtbare Wände noch mit erzeugen. Alternativ kann man natürlich auch sagen, dass diese Außenwände ebenfalls hier ein Skybox-Bereich sein können. Aber das sei jetzt erstmal hier nicht von großen Belangen, sondern wir wollen natürlich nur demonstrieren, dass wir oben offen eine Map zur Verfügung haben und der Rest ist dann so gesehen noch sichtbar abgegrenzt. Und dann brauchen wir natürlich noch einen passenden Boden. Mal sehen, wie wäre es etwas in Richtung Naturellen, wie etwas mit Gras. Und wunderbar, schon haben wir unseren allgemeinen Außenfassadenbereich erzeugt. Was wir natürlich jetzt noch brauchen, ist natürlich Folgendes. Wir müssen, wenn wir die Map jetzt so im Allgemeinen starten und wir würden jetzt quasi irgendwo einen Skybox-Bereich jetzt sehen, dann sehen wir quasi nur einen schwarzen Bereich. Und dies wollen wir natürlich noch ändern. Das heißt, Map, Map Properties, da müssen wir rein. Und dort gibt es natürlich den Skybox Texture Name. Standardmäßig ist natürlich, wie hier schon einst erwähnt, ein schwarzer Himmelsbereich zur Verfügung. Das ist natürlich durch den Sky Black No Fog zu verdanken. Wir wollen diesen natürlich ändern, zum Beispiel in Sky White übernehmen. Und dann wird man dann demzufolge im späteren Verlauf auch einen hellen Himmel sehen. Die Liste von Himmelstexturen, die werde ich mal mit in die Videobeschreibung mitpacken, damit man dann auch sehen kann, welche weiteren Texturen es noch gibt und inwieweit diese zueinander kompatibel sind. Das kann man dort alles schon nachlesen. Also ich gehe nicht mehr weiter drauf ein.
Was wir natürlich jetzt noch als nächstes bräuchten, wäre jetzt nicht nur einen plumpen, offenen Himmel, sondern wir wollen natürlich auch noch ein bisschen Licht noch mit ins Spiel bringen. Das heißt, wir wollen natürlich, dass die Umgebung noch ein bisschen vom Licht profitiert. Wie wäre es zum Beispiel mit einem Light Environment? So, dieses kleine Schnuckstück soll natürlich dafür sorgen, dass dieser Bereich mit einer passenden Lichtumgebung noch mit ausgeprägt ist. Mal sehen, wir nehmen mal etwas hellen gelben Bereich, etwa diese Form, und übertragen das sowohl für die Helligkeit als auch für die Ambiente, damit es natürlich von der gleichen Farbe ist. Und wir sagen hier einen Winkel von, ja, mal sehen, was nehmen wir denn? Wir nehmen mal einen Winkel von 217 Grad. So. Was natürlich Winkel als auch Farbe betrifft, ist natürlich dann jedem selbst überlassen, wie man so etwas jetzt darstellen möchte. Ich habe mich jetzt einfach jetzt randomisch für diese Werte entschieden, bringe den das Ganze noch hier schön in den Mittelpunkt und das wäre so gesehen schon alles, was wir hier bräuchten. Man kann natürlich, wie bereits schon in den Anfangsbereich schon gesehen, ja noch ein paar weitere Sachen damit einbauen, wie zum Beispiel ein Bäumchen, ein Tisch, Atlas, einen dicken Turret etc. Aber wir wollen natürlich das Ganze jetzt hier an dieser Stelle jetzt beenden. Und was wir natürlich dann ja logischerweise nur noch bräuchten, ist das Ganze im Expertenmodus zu kompilieren und dann wäre es schon gewesen. Habt ihr diesbezüglich Fragen, Wünsche, Anregungen? Ab in die Kommentare damit. Ansonsten sage ich an dieser Stelle, es war mir eine Ehre, hier ein weiteres Video gedreht zu haben und auch quasi für euch bereitgestellt zu haben. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschö mit ö.